Hallo Bijan, wie ist dein voller Name und welcher Fraktion gehörst du an? Mein voller Name, da muss ich jetzt überlegen, Bijan Kaffenberger, gehört der SPD-Fraktion an. Wann bist du geboren? Am 25.05.1989, also bin jetzt 29. Bist du ein Stadt- oder eher ein Dorfkind? Ich glaube, ich bin beides. Also ich bin in Darmstadt geboren, dann nach dem Tod meiner Mutter nach Rostock gezogen zu meiner Oma und dann wieder als Studium angefangen in die Stadt zurück, nach Darmstadt. Und jetzt gerade wohne ich wieder in Rostock und ja, irgendwann geht es vielleicht auch mal wieder nach Darmstadt. Also ich würde sagen, sowohl als auch. Bitte ergänzen. Wenn ich nicht in den Landtag gewählt worden wäre, würde ich jetzt weiterhin im Thüringer Wirtschaftsministerium arbeiten als Referent für Digitales. Du bist Abgeordneter. War das dein Kindheitstraum oder im Endeffekt totaler Zufall? Also ich glaube jetzt nicht so an totale Zufälle. Also ich habe schon immer mit dem Gedanken gespielt, dass Politik was für mich ist und jetzt konsequent natürlich seit 2011 durchgehend in der Kommunalpolitik aktiv gewesen. Also irgendwann wurde vielleicht aus den Vorstellungen, dass das was für mich sein könnte, auch zumindest mal ein Ziel. Geht es um die SPD? Wird in letzter Zeit oft das Wort Umbruch verwendet. Bist du als jüngster Abgeordneter Teil von diesem Umbruch? Nee, es wär schlimm, wenn ich nicht Teil davon wäre. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass ich mich auch meine Erneuerung der SPD irgendwie mit einbringe. Und ich glaube, dass wir gut dran tun, wenn wir viele junge Leute auch jetzt in die Politik der SPD einbinden. Und das kann, glaube ich, dazu führen, dass es uns wieder gelingt, mehr Menschen zu erreichen. Falls es mit dem Beruf als Abgeordneter mal vorbeigeht, machst du dann Tourettiquette, dein YouTube-Format, weiter? Ja, ich glaube, ich mache nicht Tourettiquette weiter. Ich mache was anderes, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wieder was auf YouTube zu machen. Im Moment ist es natürlich als Landtagsabgeordneter schwierig, aber grundsätzlich mache ich gerne auch mal irgendwie was anderes nebenbei, um mal irgendwie ein bisschen einfach Abwechslung zu haben und mal rauszukommen aus dem politischen Alltag. In welchen Bereichen liegen deine politischen Schwerpunkte? Also ich bin jetzt stellvertretender Sprecher der Fraktion für Digitales und will mich im Ausschuss für Digitales und Datenschutz sich insbesondere halt im Bereich Digitalisierung einbringen. Einerseits eine gute digitale Infrastruktur und andererseits auch eben, dass Hessen innovativ wird und Anwendungen für die Digitalisierung entwickelt. Viele Schulgebäude sind auf keinem modernen Stand. Was kann oder muss hier passieren? Naja, zunächst mal ist es ja so, dass die Schulträger die Kommunen sind, also die Städte und Gemeinden. Und aus dem Landkreis, aus dem ich komme, der Darmstadt-Dieburg, da haben wir ein sehr solides Schulbauprogramm, weil wir uns das einerseits leisten können, aber andererseits auch leisten wollen. Und hier erkenne ich bei der Landesregierung gelegentlich, nicht immer den Wunsch, die Kommunen so finanziell auszustatten, dass sich alle Schulen in einem sehr guten Zustand leisten können. Bleiben wir beim Thema Schule. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, eine konkrete Veränderung im hessischen Bildungssystem herbeizuführen. Was veränderst du? Also ich würde sagen, eine wichtige Veränderung im Bildungssystem ist aus meiner Sicht als Digitalpolitiker natürlich, dass wir auch im Bereich Digitalisierung in Schulen vorankommen und deswegen den Digitalpakt einfach so schnell wie möglich, zügig und gut und mit viel Geld umsetzen, sodass unsere Schulen eine moderne IT-Ausstattung haben. Ist deiner Meinung nach der kostenlose ÖPNV sinnvoll und auch realisierbar? Ich glaube auf jeden Fall, dass es sinnvoll ist perspektivisch. Das Problem ist aktuell, ich glaube, wenn wir jetzt anfangen, einfach das Ticket umsonst zu machen, haben wir halt das Problem, dass die Kapazitäten noch nicht da sind. Also deswegen wäre es auch, glaube ich, wichtig, dass wir uns politisch dafür einsetzen, dass wir den ÖPNV ausbauen und wenn dann die Kapazitäten da sind, dass quasi eine höhere Nachfrage auch bedient werden könnte, dann bin ich auch für eine Kostenfreiheit. Wird die Bekämpfung des Klimawandels in Hessen deiner Meinung nach ernst genug genommen? Ich glaube, sie wird ernst genommen, aber das Problem ist, dass natürlich in der schwarz-grünen Koalition auch an vielen Stellen sich gegenseitig behindert wird. Also insbesondere beim Thema Windkraft. Ich bei mir vor Ort in Rostock habe mich dafür eingesetzt, dass wir uns im Bereich der regenerativen Energien eben beteiligen. Wir haben Solarzellen auf allen gemeindeeigenen Dächern und Gebäuden und wir haben zwei Windräder, wollten eigentlich vier. Und wenn ich dann schaue, was hier manchmal so passiert an Diskussionen um Windräder, dann sind die Leute hier im Parlament, halten sie große Reden dafür und zu Hause als Abgeordnete in ihren Wahlkreisen wollen sie die dann verhindern. Ich glaube, das ist ein Zustand, den man eigentlich so nicht halten kann. Was ist dein konkretes Ziel für diese Legislaturperiode? Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, dass im Bereich der digitalen Infrastruktur wir noch sehr viel tun müssen, aber nicht nur bei den Schulen, sondern generell für alle Bürgerinnen und Bürger in Hessen und auch für die Unternehmen. Deswegen wäre ein Schritt auf ein flächendeckendes Glasfasernetz zuzugehen, wäre, glaube ich, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Warum sollte man, gerade als Jugendlicher, in deine Partei eintreten?
Ich glaube, dass die SPD gerade so ein bisschen Revival erlebt. Ich glaube, wir haben aus den herben Wahlniederlagen gelernt und verstanden, was wir anders machen müssen. Und wir orientieren uns gerade wieder hin zu einem neuen Sozialstaatskonzept. Wir bringen offensichtlich viel mit Leuten wie mir und dem digitalpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion, den Zimmermann zum Beispiel, gute junge digitale Leute nach vorne. Und ich glaube, wir sind eine Partei mit Zukunft und die Arbeit, die Fragen der Zukunft werden insbesondere Blick auf Arbeit 4.0 im Zeitalter der Digitalisierung wieder größer werden. Gibt es eine Person, mit der du gerne mal für einen Tag tauschen würdest? Naja, ich meine, wenn man da oben drin sitzt, dann könnte man sich natürlich durchaus vorstellen, mit dem Ministerpräsidenten zu tauschen und hätte vielleicht manchmal auch das Gefühl, man würde den Job ein bisschen besser machen. Wie sieht ein typischer Arbeitstag für dich aus? Das ist ja das Schöne als Politiker. Es gibt nie Langeweile und keine typischen Arbeitstage. Also es kommt immer darauf an, ob ich im Wahlkreis bin oder hier im Plenum, ob ich Termine mit Bürgerinnen und Bürgern mache oder ob ich auf Veranstaltungen gehe. Also man sieht schon, es gibt keinen typischen Tag und es gibt tausend verschiedene Dinge. Manchmal sitze ich auch einfach nur am Schreibtisch und mache meine Mails. Vielen Dank, Bijan.